Moin zum Sportpfeilchen Farm Guide. Ich werde euch jetzt wieder zeigen, worauf ihr achten müsst und wo man sich sogar Sportpfeilchen kaufen kann. Hier beim Juni Skischrein kann man zum Beispiel auch schon welche finden. Genau wie bei den Sportlingen immer schön auf Berge achten und natürlich das Stasis-Modul nutzen, denn damit ist es wesentlich einfacher, sie zu erkennen. Und nicht vergessen, immer schön auch ein Foto vorher machen, um sie dann auszuwählen, damit man sie mit einem Schiko-Sensor finden kann. Nicht weit vom Schrein entfernt, hier wo ich jetzt gerade stehe, genau vor mir, sind auch wieder zum Beispiel zwei Stück gerade, die man finden kann. Hier hinten in der Gerudo-Wüste waren übrigens auch einige mehr, die ich da gefunden habe. Im Sora-Dorf übrigens könnt ihr euch sogar einige Sportpfeilchen kaufen. Das waren jetzt nur ein paar Spots, aber man muss ganz ehrlich sagen, richtig starke Spots in dem Spiel gibt es nicht. Was ich euch nur empfehlen kann ist, sucht am besten immer mit einem Stasis-Modul und natürlich mit einem Shiko-Sensor die ganze Gerudo-Wüste ab, immer schön bei den Bergen damit gucken und dann werdet ihr ab und zu welche finden. Es gibt nicht diesen ein Nonplus-Ultra-Spot, wo auf einmal 20 Stück oder so sind, die sind immer eher so einzeln an den ganzen Bergen verteilt. Das war's dazu, für weiteren Content auf einer dieser Videos hier klicken und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein!